Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die One More Combo Buds Pro mit einem Android Smartphone verbinden könnt. Ihr seht, beides habe ich hier schon parat. Hier einmal die Kopfhörer und mein Android Smartphone, in diesem Fall ein Vico View 5 Plus. Das Ganze funktioniert aber natürlich genauso auch mit anderen Android Smartphones. Und was aber vorab schon mal wichtig ist, dass ihr euch hier die One More Music App einmal runterladet. Das haben wir schon gemacht. Einfach im App Store einmal danach suchen, runterladen und installieren. Dann könnt ihr die Kopfhörer auch wirklich in vollem Umfang nutzen. Als erstes gehen wir jetzt aber einmal in die normalen Einstellungen unter den Punkt verbundene Geräte und wollen dann ein neues Gerät koppeln. Und da öffnen wir hier mal unser Case. Und sehen, dass nach wenigen Sekunden unsere Combo Buds hier auch schon gefunden werden. Wir wählen die also einmal aus. Und sehen dann mit One More Combo Buds koppeln, Pairing durchführen. Wir wollen das Ganze ja verbinden. Und dann sehen wir, hat das Ganze auch geklappt. Wir sehen aktiv, Akkustand 100%. Das ist natürlich schon mal super, aber jetzt geht es eben weiter zur App. Und die öffnen wir jetzt mal. Und sehen jetzt, dass hier die Kopfhörer sogar schon angezeigt werden. Wir sagen jetzt nochmal Connect. Und dann werden wir darauf hingewiesen, dass natürlich dann hier noch die Zustimmung und eben der Access genehmigt werden muss. Das heißt, wir sagen okay. Und hier sagen wir einfach, bitte nur während Nutzung der App. Und dann sehen wir jetzt hier Connecting, das heißt, das Ganze braucht noch einen Moment, hat aber an sich die Kopfhörer natürlich sofort erkannt. Und wir warten jetzt einfach mal ab. Jetzt sehen wir hier so einen kleinen Quick Start Guide. Quick Guide to Product. Take out your headphone, dann wird uns gezeigt, wir sollen hier einmal so reindrücken, dann kann man die besser rausnehmen. Das funktioniert in der Tat sehr gut. Es geht weiter, Playback, Play, Pause, Double Tap on the middle of the stem on either headphone. Das heißt, das könnt ihr dann sowohl rechts oder links durchführen, um eben die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen. Das gleiche gilt für Voice Control, auch hier durch dreimal tappen. Hintereinander könnt ihr dann sowohl beim linken als auch beim rechten Ohrhörer diese Funktion nutzen. Und als letztes Listening Modes, Touch and Hold for 2 seconds to switch the Listening Modes. Das heißt, berühren und halten für 2 Sekunden und dann könnt ihr zwischen den unterschiedlichen Modi wechseln. Das ist natürlich auch cool. Dann haben wir jetzt schon mal einiges Wichtiges auf die Schnelle mitbekommen. Und gehen jetzt mal zurück und dann sehen wir auch, jetzt konnte das Ganze erfolgreich verbunden werden. Wir sehen jetzt jeweils die Batterieanzeige, 100% linker Ohrhörer, 100% rechter Kopfhörer und das Case hat noch 50%. Das ist natürlich wirklich super praktisch. Als nächstes sehen wir hier die unterschiedlichen Listening Modes, Off, Strong, Mild, Pass-Through und dann sogar noch eine bestimmte Einstellung, wenn wir uns in einer besonders windigen Umgebung befinden. Und dann geht es hier weiter mit Smart Playback. Und das ist eben im Moment auf Auto, Pause und Play eingestellt. Je nachdem könnt ihr das hier aber auch ganz ausschalten oder eben nur Auto, Pause einschalten, je nachdem, wie euch das am liebsten ist. Custom Settings, das ist auch wirklich cool, denn wir haben hier die Möglichkeit, wirklich für links und rechts, also für die einzelnen Ohrhörer, ganz unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen. So dass wir dann sehr einfach unsere Ohrhörer komplett bedienen können. Touch and Hold haben wir jetzt hier bei beiden, dass dann Noise Cancellation Strong eingeschaltet wird. Auch hier können wir aber natürlich das noch wieder ändern. Double Tap, wenn ihr da nicht Play und Pause meinetwegen auf der linken Seite haben wollt, dann könnt ihr hier einfach auswählen Previous Track. Setup completed, das heißt, das wurde erfolgreich umgestellt. Ihr schließt das Ganze wieder und selbes gilt auch für die Tap 3 Times Funktion. Und hier ist jetzt Voice Control, aber ihr könntet hier eben auch, dass ihr es meinetwegen leiser oder lauter wollt, einstellen und das dann für links und rechts.
Das also auch nach ganz nach eurem Belieben. Und darunter könnt ihr auch nochmal den Quick Guide jederzeit anschauen. Und ihr merkt, so habt ihr hier wirklich einen super Überblick, einmal über die Ohrhörer selbst, aber könnt eben auch jederzeit die Funktion quasi bearbeiten oder für euch am besten einstellen. Ja, wenn ich das Case jetzt einmal schließe, dann wird die Verbindung unterbrochen und hier die Verbindung ist dann natürlich auch nicht mehr gegeben. Wenn ich jetzt aber das Case wieder öffne, dann sehen wir, wird die Verbindung direkt wieder hergestellt und auch wenn wir auf die App gehen, sehen wir dann, es ist wieder verbunden, wir sehen wieder alle Infos und haben wieder alle Einstellungsmöglichkeiten. Ja, so viel zum Thema One More Comfort Buds Pro mit einem Android-Smartphone verbinden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!